Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Roots of Pacha mit dem Meister der seltenen Tiere und Herrn über die Ernte mit Gabriel. Hallo und natürlich darf auch die Herrin der Tiere und Hüterin der Kisten nicht fehlen. Oder was andersrum? Wer weiß. Hallo Lumi. Hallo. Wir haben Nachwuchs. Yay. Er ist blau und er hat einen Kopf. Er ist Fleischfresser. Und ich hoffe, es ist eine Sie. Sehr schön. Ja, Wildschwein, da war mir die Farbe egal. So, falls ihr jetzt etwas irritiert sein solltet, was denn los ist, wo wir sind, warum schon Herbst ist, wenn Gabriel irgendwann mit den Tieren durch ist. Ich warte hier noch, das ist bei mir alles schwarz gerade. Ach so, okay. Bei mir war Warten auf Gabriel, deswegen war so. Ja, jetzt bin ich da. Okay, das passt ja. Nee, was los ist, warum Herbst ist, warum wir Geschenke bekommen. Ich habe 5 Gold bekommen. Dann habt ihr wahrscheinlich den Stream am Dienstag verpasst. Unbedingt nachholen, da reden wir nämlich über das Update, das am Dienstag erschienen ist. 1.1 ist draußen und alles ist anders. Ich habe auch 5 Gold bekommen. Und ein Kupfer. Wir werden reich. Und ein Kupfertopf. Was macht ihr mit dem Kupfertopf? Oh, ist das für die Küche? Ja, wahrscheinlich. Ach da, das ist an der Wand, glaube ich, dann. Okay, interessant. Das heißt, du kannst neue Gerichte kochen, die du vorher nicht kochen konntest. Würde ich jetzt auch von ausgehen. Du hast dir ja die Kochutensilie nicht geholt von Tare. Nee. Nicht so wie ich, die dachte, das wäre nötig für die eine Aufgabe in der Pyramide. Hoppala. Naja, was man hat, hat man. Ja, auf jeden so Fall. Wie die süßen Auha-Ochsen, die haben wir jetzt auch erstmal. Ich helfe dir auch gleich auf dem Feld, aber ich muss mich kurz um die Felder kümmern. Also bei den Tieren meinte ich nicht auf dem Feld zum Nehmen. Ja, ich habe dich verstanden. Das ist schön, wenigstens einer. Wenn man sich gleich selbst versteht. So. Alle werden rausgeholt. Bei den Guanacos gibt es noch eins in der Savanne, was wir heute uns holen können. Dip, 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 dip. Allgemein, Moment mal, ich muss bei den Bisons muss ich eigentlich welche loswerden. Moment, geht nochmal alle rein. Ihr müsst ja noch mal rein. Weg mit euch. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben gibt es denn eigentlich pro Tierart? Ist das, was ich immer versuche, überhaupt möglich, dass ich immer von jeder Farbe eins haben will? Das weiß ich nicht. Das ist exakt. Das geht genau auf. Es gibt 10 Farben. Man darf nicht eine Farbe doppelt haben, wenn man alle haben will. Okay. Hart. Und warum geht es hier dann trotzdem nicht auf? Wir haben doch keine Farbe doppelt. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moment, hier ist noch Platz. Warum ist denn der Bison dann nicht hier drin? Eventuell Platz, weil in der Zucht? Nee, Quatsch, das ist Blödsinn. Keine Ahnung. Nö, in der Zucht ist auch keiner von den Bisons. Hab ja noch keine angesetzt. Angeordnet. Okay, das heißt also, wenn wir, also von den Tieren, wo wir nur einen Stall haben wollen, wie jetzt zum Beispiel bei den Steinböcken, müssen wir uns von allen Tieren verabschieden, die doppelt sind. Dann ist das so. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, hier muss einer von den Kekstierchen muss gehen. Creme Brûlée sind auch beides Weibchen, okay. Soll ich deine Stelle zulassen oder? Nee, kannst du. Okay. Oder haben wir dann doch irgendwie, haben noch eigentlich nirgends mehr einen Steinbock rumrennen, oder? Na, oben rechts. Oh, stimmt, wir haben. Nee, der wird ja eh geschlachtet. Der muss in die Schlachtung.
Du willst den blauen schlachten? Ach nee, ich dachte, du meinst jetzt ganz oben rechts. Da ist noch ein Tramontana. Da ist auch noch ein Tramontana drin, ja, richtig. Und der wird geschlachtet. Okay. Ich schlachte aber jetzt aber erstmal Creme Brûlée. Was? Egal, lass es. Mach einfach dein Ding. Wir können nicht mehr Steinböcke aufheben. Ja, wie gesagt, mach einfach dein Ding. Du hörst mir nicht zu, von daher alles gut. Dass oben der Steinbock Milch gibt, das glaube ich. Aber wir haben die Farbe in besserer Qualität unten schon drin. Ja, das war also Tramontana. Ich habe nicht auf die Dings geguckt, ob es ein Tramontana ist. Ja. Deswegen bin ich die Herrin über die normalen Tiere. Naja, mach mal. Und der blaue muss noch gezüchtet werden, dann kann der auch unten einziehen. Den haben wir aktuell noch in schlechter Qualität, weil er mir noch nicht vertraut. Ich verstehe nicht ganz, warum. Vielleicht, weil er mitbekommt, wie ich seine Freunde alle schlachte, aber ich weiß es nicht, wo da das Misstrauen herrührt. Ich habe da so eine starke Vermutung, aber ist nur eine Vermutung. Ich muss auch heute unbedingt mal Fallen bauen. Das habe ich so ein bisschen als Ziel. Und der blaue Strauß ist tatsächlich ein Weibchen. Aber in schlechter Qualität, also. Moment. Wenn du vierer Werte überall als schlecht bezeichnest, dann ja. Was? Haben wir da schon einen gezüchtet? Ach so, nee, du meinst das Baby. Entschuldigung, ja? Entschuldigung, ich habe an den Erwachsenen gedacht. Sehr gut, dann können wir den erwachsenen blauen Strauß auf jeden Fall loswerden. Aber das ist ein Männchen. Und? Das sieht cool aus. Aber es hat schlechte Werte. Aber es sieht cool aus. Aber es können hat schlechte Werte. Können wir ihn erst rausschmeißen, wenn wir einen Ersatz haben? Können wir auch. Ist okay. Ich bin großzügig heute. Heben das wir ihn nett. Auf. Verschonen wir sein Leben. So. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz in dieser Wanne, weil da wartet ja auch noch was auf uns. Ja, das Guanaco. Und ich bastel jetzt mal ein paar Fallen. Ich würde mal eine Vogelfalle in den Dschungel stellen wollen. Mach das. Macht ja sogar Sinn. Ich glaube nämlich auch. Pflanzenfaser, Hartholz, Holz. Pflanzenfaser, Hartholz, Holz. Gott, eine Kistenfalle kostet übrigens Feuerstein. Schön. So sehe ich das auch. Aber ich würde trotzdem alle mal bauen wollen. Kann ich verstehen. Ne, so, einmal. Es kostet auch nur einen Feuerstein. Also es ist jetzt nicht so, dass okay, man das da irgendwie viel ausgeben muss. Das klingt danach aber, als ob die danach kaputt ist. Ja, man muss auch bei der Steinfalle nur einen Stein und ein Holz investieren. Das klingt auch sehr danach, als ob das dann hinüber wäre. Morgen muss es nochmal angespielt werden und dann haben wir es aber. Yay! Wo ist Kroll? Ist Kroll wieder im Dschungel? Nee. Weil wir brauchen ja noch einen größeren Stall für die Auerochsen. Ja, da sind wir jetzt auf der zweiten Stufe, ne? Oder sowas. Ja. Aber ich kann mir leider nicht merken, wie weit wir sind. Deswegen muss ich immer wieder nachgucken, was wir brauchen an Ressourcen. Ich kann es ja auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich tippe auf Obsidian, aber ich nehme dann immer irgendwas mit und dann fehlt halt doch die eine Sache, die man noch gebraucht hätte. Hartholz und Stein. Das war das Ding, was uns das ganze Hartholz immer aus der Tasche zieht. Hallöchen, Auerochsen. Gibt's denn bei euch irgendwas Interessantes Neues? Was bist du denn? Du bist ein dunkler Auerochse. Haben wir einen dunklen Auerochsen? Wie schnell ist denn Kroll? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gucke gerade. Brauner haben wir. Unbekannt. Korallenfarben haben wir. Sturm haben wir. Schokolade haben wir. Und
Nein, haben wir nicht. Ich muss ihn jetzt nur wiederfinden. Viel Erfolg. Ja, hohes Gras und so. Ja, ich kenne das Problem. Mein Reittier ist bereits in der Nähe. Och, ich liebe diese Meldung. Ich habe doch keine Ahnung. Ach da, hinter den Bäumen. Wirklich in der Nähe war das jetzt aber nicht. Also. Und ich weiß noch vom Stream, dass ich mir bei den... dass ich mir am Strand eine Vase ertauschen wollte. Stimmt. So, dunkelblauer Ochse angespielt. Ich wollte doch in den Dschungel. Sehr schön. Dschungel. Das heißt, wir können uns morgen dann das Guanaco holen und übermorgen den Auerochsen. Jo. Und das passiert alles noch in diesem Stream. In dieser Folge, Entschuldigung, ich bin voll auf Stream. Man muss da fairerweise dazu sagen, wir nehmen die Folge direkt nach dem Stream auf. Das heißt, wenn die eine oder andere Stimme ein wenig angekratzt ist, könnte daran liegen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich bin die ganze Zeit mich am Räuspern. So, ich bin mal so nett und stelle die auch direkt neben den Hühnern auf. Das wird schon. Fallen lassen und tanzen. Ich kann die nicht platzieren. Okay. Gibt es eine Beschreibung oder so? Dann gehe ich mal zur Savanne. Denn im Einzelnen stand eben auch in den Patchnotes, dass man die Fallen in der Savanne platzieren muss. Aber ich dachte, vielleicht geht es halt auch woanders. Nee, also sie haben feste Slots. Ach so. Ja, ich habe die Fallen nicht gefunden. Ich dachte, im Dschungel gäbe es da auch welche, deswegen. Ich weiß nicht, wie die festen Slots aussehen. Na, ich bring dich hin. Komm. Ah, Mann, dieser Busch, der nervt mich da so sehr. Ah. Ja, ja. Lasst meinen Daumen nach oben da, um den Gabriel abzuregen. Ich dachte, um den Busch abzufackeln, aber ja, es geht ja leider nicht. Nee, so, warte. Hier. Ach, das da ist eine feste Stelle. Weil okay. Da kannst du auch nicht lang laufen, deswegen so bin ich nur überhaupt darauf gekommen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und dann gibt es ein Minigame. Oh, okay, cool. Okay, Moment. Minigame erfolgreich geschafft. Und nun? Die Falle liegt nun aus. Jetzt müssen wir warten. Es gibt ein Minigame, um die Falle auszulegen. Okay. Dann muss ich mir auch mal eine Falle bauen. Das aber ich hab noch zwei Stück im Inventar. Du kannst eine abhaben. Ja, dann morgen mal. Weil das muss ich testen. Du kannst ja dann auch im Dschungel gucken, ob du da so eine Stelle noch findest. Oh, und die Pilze sind ausgewachsen. Stimmt, die können wir einfach ernten. Es ist ein Pilz, by the way. Das war jetzt ein bisschen... Wow. Ich habe das böse Gefühl, dass dann aber bei den Kräutern auch genau ein Kraut rauskommt. Aber es bleibt angepflanzt, sage ich mal. Man kann jetzt einfach dann das nächste Mal eben wieder einen Pilz ernten. Okay, na dann also geht's ja. Also man produziert die ganze Zeit Pilz, weil das wäre auch ein bisschen schlecht. Man investiert einen Pilz und bekommt einen Pilz raus. Das wäre gar kein guter Deal. Ja, es wäre plus minus halt. Ja, das kann man sich sparen. Das ist eigentlich nur Minus. Also, weil du musst ja die Zeit investieren auch. Ja. Ja, das schützt dich halt nicht davor, dass du trotzdem noch Kräuter und Pilze sammeln musst. Ob du das willst oder nicht. Uiuiuiui. So, wo soll ich dir denn die Fallen hinlegen? Pack sie mir einfach in eine Kiste und sag mir, in welche. Ich habe gerade wieder 3,6 Milliarden Säfte. In der schwarzen Kiste vor deiner Hütte. Okay. Wenn du so viele Säfte hast. Wie wär's mit Tiere einsperren? Ja, guter Punkt. Du kannst gerne die Säfte bei mir zu Wein verarbeiten. Ja, ich habe vorwiegend erstmal Milch, also Kokosmilch. Ja, gerade eben ging es noch um Säfte. Ja, die habe ich halt auch. Aber wie gesagt, die Fässer werden da aktuell nicht benutzt im Lager. Ich nehme da nur die reife Fässer und die Einlegfässer.
So viele Tiere. Und sie sind alle eingesperrt. Sehr schön. Es ist 1 Uhr. Ja. Bin auch gleich auf dem Weg. Okay. So, ich leg mich ins Bett. Ja. Ah, dein Strauß, den du da stehen gelassen hast, hat mich gerade aufgehalten. Aha. Entschuldigung, der steht da, der steht bei den Kisten oben beim Käse. Ja, da komme ich nicht dran vorbei. Ach weil so. Der steht da nicht bei den Kisten, der hat sich mitten in den Weg gestellt. Entschuldigung. Der bewegt sich halt auch noch. Ich habe ihn bei den Kisten abgestellt, glaube ich. Falsch geparkte Strauß kostet 25 Euro. Wie gut, dass wir hier nur Hände haben. Dann will ich 25 Hände. 1799. Moment, haben wir nicht sonst immer 1,8 gemacht? Nee. Ach, wahrscheinlich, weil ich sonst auch häufig 2 Pferdemist verkauft habe. Tag 6 im Herbst. Jo. Falle mal angucken. Heute findet ein Rennen statt. Außerdem Fleisch. Beste Qualität. Nicht so gute Qualität. Okay, es liegt, glaube ich, daran, wie gut man sich auch mit den Tieren verstanden hat. Ah, okay. Und Tare hat mir Butter aus Mandelmilch geschenkt. Toll. Ja, ist okay. Also, ne? Ich will da jetzt nichts gegen sagen. Ist schon passt. Ja. Das erste Kraut ist fertig. Es sieht hübsch aus. Ich will sie einfach als Deko benutzen. Warte nicht, gleich endlich will es auch sehen. Ich habe es nicht geerntet, ich bin dran vorbeigelaufen. Ah, denk dran, wir müssen uns beeilen wegen Rennen. Ja, ich bin schon im Stress, danke. Ja, ich auch. Ja. Falls ihr im Hintergrund gerade richtig brutale Geräusche gehört haben solltet, bei mir vorm Fenster scheinen sich gerade 2 Katzen gegenseitig umzubringen. Okay, das passiert mal. Die mit den Kräutern sieht wirklich cool aus. Oder? Ich möchte einfach so einen Kräutertopf bei mir zu Hause haben. Hey, ich habe von grob 3 Hühnchen bekommen. 3 weißes Fleisch. Yay. So. Dann hops, hoch zu den Tieren. So, hops. Hast ja mit dem doch nichts angestellt. Mit was habe ich was angestellt? Mit dem Steinbock. Ich habe doch Creme Brûlée geschlachtet, habe ich gesagt. Ja? Ja, ich kann nur ein Tier pro Tag schlachten. Ich war noch nicht oben beim Steinbock. Ist ja gut. Stress! Das kann man auch ganz entspannt sagen. Ich wurde sofort... Ich fühle mich ja so unter Druck. Wir haben es halt eilig. Ja, exakt. Dafür kann ich ja nichts. Ich habe das Rennen für heute nicht angesetzt. Ich lasse es ja auch nicht an dir aus. Na, schon so ein bisschen. Wenn du wüsstest, wie ich gerade die Tiere gestreichelt habe. Ganz besonders hart. Unfreundlich. Nein, niemals. Die süßen Kleinen. Liebe Tierchen, würdet ihr bitte aufhören, durcheinander zu laufen? Das macht die Sache nicht einfacher. Aber ich kann ja dann trotzdem den oben einmal zum Schlachten schicken. Wirklich, Wildschwein, musst du dich da hinstellen. Das Wildschwein möchte geschlachtet werden. So, aber die kann ich ja schnell sortieren. Dann haben wir die Steinböcke tatsächlich fertig. Ich habe gestern natürlich auch nichts gezüchtet. Ich will nur mal kurz nachgucken, ob ich den blauen Steinbock schon züchten kann. Ich weiß natürlich nicht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen war. Ja, ist ein Weibchen. Kann ich tatsächlich. Dann machen wir das doch glatt. Super unproblematisch.
So, dann bei den Muttertieren die Hühner. Bei Käse aus Kokosmilch haben wir gesagt, den verkaufen wir direkt, oder? Ja, weil es nicht so viel bringt. Fortpflanzung anregen. Ich hätte gerne ein gutes, qualitativ gutes Küken. Ein Weibchen. Danke. Schöne kleine Henne. Bestellt. Einmal angeregt. So, ich muss die hier einmal kurz zurückholen, damit ich den von diesem Tramontana-Steinbock finde. Wo hast du das Fleisch eigentlich hingepackt? Das stopfe ich aktuell in meinen Kühlschrank, aber okay. Wir können uns das da auch woanders was aussuchen. So, Tramontana ist weg. Sehr schön, die Zeit wird langsam eng. Schalali, schalalo. Das Ach Quatsch. So, war hier noch ein Huhn dabei? Nee, nur ein kleines Babywildschweinchen. Himbeere. So, wo seid ihr? Da hinten. In gleicher Quali? Why? Ich frage mich gerade eher, warum der in der Savanne irgendwo mal wieder ganz da hinten sein muss, den man auf jeden Fall einmal quer durchlatschen muss. Ich hab's doch eilig, es ist schon 1.30 Uhr. Unser kleines Babywildschwein lasse ich frei. Okay. Das hat zwar eine Grundproduktion von 5, ist aber ein Himbeerwildschwein und hat ansonsten einfach auch nicht so gute Werte. Und okay, vor allem haben wir ein Himbeerwildschwein mit den gleichen Werten, das ist einfach nur ein bisschen langsamer. Aber Quatsch, ja, das aufzuheben, also. Nee. So, das Blaue kommt jetzt Guanaco. Ich guck grad mal, wo kriege ich es hin? Wie sonst? Eventuell in den Mischstall sonst. Ja, wird es auch reinkommen. Oh Mann, das wird eng. Achso, nee, freier Wille. Okay. Gut, gut, dann schnappe ich mir mein Reittier und wir düsen. Man kann ja auch ohne Reittier hin. Ich muss nicht mein Reittier extra einsammeln. Okay, ich bin bereit. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Rennen starten. So. Ach komm, steig dir auf. Hopp. Ah, das wird nix. Ich hab's versaut. Die waren zu weit weg. Ja, wenn du jetzt erst aufsteigst. Na, ich bin jetzt gerade beim Wasser. Aber vielleicht klappt's, weil ich bin noch auf dem auf Gabriel warten Ding. Hättest den Weg noch mit dem Strauß zurücklegen können? So, Renn starten. Du wolltest es nur spannend machen. Die haben jetzt hier nämlich auch ein bisschen was überarbeitet. Heißt das zumindest. Die sehen etwas anders aus, die Rennstrecken. Ein bisschen schicker. Wieso ist denn mein Strauß die ganze Zeit langsam? Weiß ich nicht, ich kann mich nicht beschweren. Autsch, voll dagegen gerannt. Aber ich merke jetzt keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt, von dem Streckendesign. Ich habe vielleicht aber auch nicht so die Zeit, darauf zu achten. Lauf, lauf! Nein.
Lauf! Ja, du bist Zweiter! Go, 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 go! Go, go, go! Huh! Mein Strauß ist total sofort erschöpft jedes Mal. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe ein Accessoire dran für Reitkunst. Ah, das kann natürlich was ausmachen. Das macht ziemlich sicher was aus. Tal des Todes. Den Obstteller habe ich bekommen. Ich kann mal kurz nachgucken, was genau habe ich denn? Ich habe Armreif der Berührung plus 7 tierische Freundschaft plus 1 Reitkunst. Hm. Und dann habe ich noch 10 Ring des ungeschlagenen Reiters plus 8 tierische Freundschaft und plus 8 Kondition und maximale Ausdauer. Das ist natürlich die Frage, macht die Kondition das? Übrigens, die Falle ist ausgelöst, falls du die holen möchtest. Ui, ja, sehr gerne. Du kommst gerade nicht mehr so gut hier an, muss ich sagen. Okay. Hm. Ich habe nichts verändert. Ich muss erstmal meinen Strauß holen. Ach Mann, ey, immer mit der Axt bedrohen. Dann reiten die Tiere auch schneller. Profi-Tipp. Mm. Das ist der wahre Grund, warum ich immer gewinne. Mein Strauß weiß, was passiert, wenn er sich nicht beeilt. Yep. Da oben. Sieht man das denn auf der Map auch, dass da... Nee, sieht man nicht. Muss man wissen. Okay. Cool. 4-mal rotes Fleisch. Aber ich habe im Dschungel echt nicht drauf geachtet, ob da auch so ein Ort ist. Da ich ja nicht wusste, wie sie aussehen. Habe ich auch noch nicht geguckt. Habe ich auch noch jetzt gerade nicht gewesen. Ja, ich mache mich gerade auf den Weg dahin. Ich habe zwar jetzt keine Falle dabei, aber einfach nur zum Schauen, ob sich der Weg denn lohnt. Denn wenn man erstmal was mit dem Rennen abgehakt hat, ist es eigentlich ganz entspannt, auch wenn ich noch nicht beim Lager war. So. Ich nehme dann mal die Vogelfalle. Mhm. Und werde damit einfach mal in die Savanne gehen. Mach das. Ich hol mal den Honig. Ja, kannst du machen. Ganz vorsichtig, dass ich ja nichts pflücke. Ja, bitte. Nö, hier sehe ich tatsächlich keine so eine Stelle. Dann geht das nur in der Savanne. Steht auch entsprechend in den Patchnotes, dass man das in der Savanne platzieren kann. Aber muss ja nicht sein, dass das explizit ausschließlich Savanne ist. Mhm. Exklusiv, meine ich. Ja, ich habe jetzt bei der Falle mal gucken. Ich habe jetzt nur einmal das Grüne getroffen, ansonsten nur das Gelbe. Okay. Ich habe immer das Grüne erwischt und habe dafür 4 gute Qualität bekommen. Wow, das ist nicht schlecht. Ja, es ist schon ziemlich schlecht. Wenn ich eins von unseren Tieren schlachte, kriege ich 16 beste Qualität. Also, ja, aber wir müssen dafür kein Tier schlachten. Ja, gut. Ich habe bisher das Gefühl, dass wir eher einen Überschuss an Tieren haben, dass uns das jetzt nicht unbedingt so viel ausmacht. Das sagst du. Ja, exakt, das sage ich. Ich sehe das anders. Oh, Wein ist fertig und liegt auf dem Boden. Ich habe vielleicht keinen Platz mehr. Aber wir haben ja gelernt, dass der Essig keinen Unterschied macht. Deswegen würde ich den Wein direkt verkaufen. Jo. Kannst du machen. Ich heb den auf und mache daraus dann gereiften Wein. Ja, gereifter Wein bringt halt gar nichts, weil der ist weniger wert als unser guter Käse. Hm. Ich mach's ja mit Harzholz, also von daher. Ja, deswegen, der ist halt noch weniger wert. Ja. Ja, ich sehe es ja nur so, weil ich 140 Ziegenkäse habe, der noch verarbeitet werden möchte. Und es wird nicht weniger, es wird nur mehr. Mehr, ja. Und ich komme da nicht hinterher mit den 120 Ziegenkäse. Deswegen meine ich halt, jedes Fass, wo kein Ziegenkäse drin ist, lohnt sich das wirklich, wirklich, wirklich.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, so die Billigweine mit so 50 und 60 kann man eigentlich verkaufen. Weil die werden auch nicht dolle besser. Nee. Ist jetzt die Frage, wollen wir uns so eine Fleischtruhe bauen? Können wir, müssen wir nicht. Wenn du sagst, du fühlst dich damit nicht wohl, dann ist das auch okay. Boah, ich meine, da kann man auch mal drüber nachdenken, das Fleisch einfach so zu verkaufen, wie es ist. Weil, sind wir Ja. ehrlich, so oft kochen wir jetzt auch nicht. Nee. So, die Tiere oben sind schon mal eingesperrt. Okay. Ich sperre sie unten ein. Okay. Ich bin Ich ja gerade bin gerade unten. schon nach unten gelatscht, deswegen die ganz links sperre ich ein. Okay. Und den Auerochsenstall natürlich auch. Nimm mich mit, nimm mich So. mit. Niemals. Moment, falscher Stall. Da will ich rein. Ich meine So. halt, wenn wir unser Fleisch in den Kühlschrank stecken, dann kriegt man ja auch nicht so richtig mit, wie viel hat man jetzt und sollte man vielleicht noch was Ja. verkaufen. Stimmt schon. Wie viel ist denn so ein Stück Fleisch wert? Habe jetzt mal eine Truhe gebaut. Ein Stück Fleisch ist 52,45, beziehungsweise rotes bestes Fleisch 60 wert. Aber auch nicht so dolle. Nö. Das jetzt nicht. Ich setze die mal neben unsere Ressourcentruhe. Mit Stein und so. Ach, X. Aber wir produzieren halt jetzt viel Fleisch. Das stimmt. Andere sind noch wach. Louis schläft noch nicht. Rebell. Ja, du wirst gleich ohnmächtig werden. Ich werde nicht ohnmächtig, ich bin bei mir zu Hause. Bumm, ohnmächtig. Schwarzmalerei hier. Drei. 3300. 42. Ja, das ist die Antwort. Auf eine Frage, die niemand gestellt hat. Ja, sagst du. Der Wein aus der Wildalme hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. Aber wenn wir es haben, wäre doof, es nicht zu nutzen. Ja. So, also das Speichern dauert übrigens immer noch ganz schön lange. Ja. Ich bin auch. Ui. Mana hat was für mich gekocht. Ui, Also. Jellrott hat mir Wildsonnenblumen geschenkt. Ich habe nochmal ein Geschenk von Mana bekommen. Seetanksalat. Danke, Mana. Genau das, was ich Nom. mag. Lass es dir schmecken. Ein Glück habe ich Kaninchen. Mana kennt dich einfach. Die weiß, was du willst. Und die Kaninchen. So, ich habe jetzt mal alles Fleisch in die Truhe. Und Wildsonnenblumen haben wir hier drin. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen ernten wieder. Kannst du glauben, wie weit der Clan gekommen ist? Eine erstaunliche Reise. Da tanze ich doch gleich mal mit deiner Ehefrau. Mach das. So, hier sind nur noch zwei Hühner drin. Ich muss halt bei den Hühnern mal für Übersichtlichkeit sorgen. Da habe ich den Überblick vor langer Zeit verloren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wieso komme ich bei den Steinböcken nur auf neun insgesamt? Weiß ich nicht. Sag nicht, dass meine Rechnung falsch war. Hast du ein aus Versehen umgenietet? Nicht aus Versehen, es war schon Absicht. Aber eventuell unnötig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es sind nicht überall die gleiche Anzahl an Tieren. Woher soll man das denn wissen? Nee, Indem Moment, man nee. zählt.
10. Es fehlt noch, die 10. Farbe fehlt ja noch. Aber warum komme ich dann nicht auf 10, wenn ich hier durchzähle? Welcher Steinbock fehlt? Ach so. Ja. Kein Kommentar, bitte. Haben wir es langsam? Ich habe die ganze Zeit gerechnet mit, der blaue Steinbock ist ja gerade in der Züchtung. Und habe den entsprechend immer so mitgezählt mit. Der ist ja in der Züchtung. Ja, aber der ist da ja nicht allein. Nee. Der hat da ja Gesellschaft. Unter normalen Umständen? Ja, weil meines Wissens nach sind Säugetiere und Zellteilung in dem Sinne nicht so gut drin. Mal, du bist ein Männchen. Nee, dann bist du doch bei grob besser aufgehoben. So. Wir brauchen Platz. Wir brauchen den Platz. Wenn du dich um die Tiere kümmern solltest, den Stall mit den gemischten Tieren noch geschlossen lassen. Da bin ich gar nicht drin gewesen, weil der offen war. War ich da drin? Also was ist bei dir die gemischten Tiere? Wir haben mittlerweile festgestellt, dass ich dir überhaupt nicht mehr folgen kann, was für dich was ist. Wir haben nur noch einen Stall, wo gemischte Tiere drin sind. Der rechts und nee, nicht so weit unten. Okay. Also rechts oben, der Stall ist auf jeden Fall offen gewesen, da war kein Tier drin. Genau, da sind nur Hühner drin. Das ist der zweite Hühnerstall. Okay. Da sind nur Hühner. Okay, der war halt offen. Da war ich nicht drin. Der war auch zu keinem Zeitpunkt ein gemischter Tierstall. Da waren nur zwischenzeitlich noch ein paar restliche Steinböcke. Also gemischte Tiere. Ja. Die ist so. Und der andere mit den gemischten Tieren ist Mitte. Nochmal. Ja, aber das, so haben Mitte. Wir ihn nie betitelt. Wir haben immer gesagt, gemischte Tiere. Und es war immer dieser Stall. Wir wussten immer, was damit gemeint war. Ja, aber dann hast du Dinge durcheinander geworfen und weiß ich nicht mehr. Ich habe gar nichts durcheinander geworfen. Oh, süß, ist ausgewachsen. Der korallfarbene Auerochse hat die beste Farbe. Und übrigens, der andere, also der gemischte Stall war übrigens offen. Nur so. Okay, dann war ich da vielleicht doch drin. Das weiß ich halt nicht mehr, deswegen. Also. Ich komme da nicht hin, ich sehe es nicht. Oh Gott, alte Tiere. Wie viel haben wir denn? Ja, gut. Gott. Wir haben Auerochsenmilch bekommen. Oh. Warum willst du nach da unten noch reinrennen? Ach so, ihn angucken. Entschuldigung, dass ich vielleicht auch neugierig bin. Ja, also der Korallfarben cool ist hübsch. Und der hat direkt Milch gegeben. Und das blaue Guanaco wird natürlich auch gekuschelt. Eisiges Guanaco. Man kommt hier nirgendwo durch. Nirgends. Ja, es ist furchtbar. Es gehört verboten. So. Ich muss mir erstmal ein Inventar leeren, dann bin ich bei den Bäumen und pflücke die. Denk an deine Falle. Ja. Stress. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Stress. Wildschwein ist ausgewachsen. Ah, okay, da waren keine Tiere drin, weil wir den Stall nicht abgeschlossen haben. Also mit wir meine ich mich. Ich habe den Stall nicht abgeschlossen. Deswegen waren da keine Tiere und die Tiere waren alle nicht geschmust. Okay. Logischerweise dadurch. Tut mir leid, weil... Nö, alles gut. Ich habe ihn halt nicht gemacht. Das ist schon in Ordnung. So, da stecken wir jetzt dieses Wildschwein rein. Für dieses Wildschwein ist ja kein Platz, nicht wahr? Okay, aber Bison kann in den Bisonstall. Huhu, Zedrats, yay. Die sind zwar nichts wert, aber es sind Zitronen. Yay. So, jetzt herrscht wieder Ordnung. Bei den Guanacos weiß ich noch nicht, wie ich da... ausmisten soll. Da haben wir jetzt ja alle Tiere, nicht wahr? Boah. Also, zurück zur Auerochsenmilch. Ohne Qualität. Wir brauchen 8 Ställe nur mit Auerochsen. Okay. Auerochsenmilch ohne Qualität
182. Das klingt jetzt viel. Das klingt jetzt erstmal viel. Vergleichen wir das mal mit der Steinbockmilch ohne Qualität. Mhm. Ich wiederhole, 182. Mhm. Steinbockmilch 45. Was? Mehr Auerochsen. Ernsthaft, wir haben einen, also wenn ich fertig bin mit Sortieren, haben wir einen leeren Stall. Da kommen Auerochsen rein. Ja. Weil wir haben ja den gemischten Stall. Jetzt eine ganz ehrliche Frage. Ja. Reiß mir da nicht Kopf ab und liebe Zuschauer, reiß mir da auch nicht den Kopf ab. Aber macht es vielleicht Sinn, die Wildschweine rauszuschmeißen, also komplett? Die müssen ja nicht alle zum Abdecker, aber vielleicht so, weil, jetzt mal ehrlich, die Ochsen sind besser. Ja, die gleiche Frage könntest du bei den Steinböcken stellen. Ja, doch. Okay. War nur eine Idee. Alle Kräuter sind durch. Ich pflück sie mal. Ich habe übrigens nur weißes Fleisch bekommen, mehr nicht, ohne Quali. Aber ja, sieben Stück welche, davon. Welche hast du aufgestellt? Die Vogelfalle. Ja, genau. Vogelfalle ist nur weißes Fleisch. Die Steinfalle ist weißes oder rotes und die Kistenfalle ist nur rotes. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich keine Quali rausbekommen habe. Ja, ich weiß nicht, wonach das geht, dass das irgendwie... Na, ich habe wahrscheinlich nicht gut genug geklickt. Ja, ich habe perfekt geklickt und habe ja trotzdem eine gute Qualität. Also das ist, glaube ich, genauso random wie bei den Fischen. Habe ich das Gefühl. Ob man halt ein gutes Tier erwischt hat oder nicht. So. Es ist schon wieder Sonntag. Das heißt, morgen ist schon eine neue Woche. Oh Gott. Aber es ist jetzt natürlich die Frage... Wir wollen weiterhin zwei Straußenställe und zwei Hühnerställe, oder? Ja. Okay. Aber wir können wirklich überlegen, ob wir die Steinböcke und die Dings rausschmeißen, die Wildschweine. Wir haben da so viel Zeit und Mühe investiert zum Züchten. Na, das stimmt auch, ja. Also bei das fände ich jetzt schon... Bei den Auerochsen ist gerade noch jemand dazugekommen. Yay! War nur ein Vorschlag. Wir haben hier einem Lichtstaubstrauß keinen Namen gegeben? Was ist denn wirklich da passiert? Ernie, du solltest Flip sein und weiblich. Du heißt einfach Senf und bist auch weiblich. Du bist Rhodey, das Männchen, zusammen mit Deep Blue. Und du bist Tippitoppi, auch weiblich. Okay, Lichtstaub. Wie würdest du ihn nennen? Sunshine. Oder Sundust? Sundust? Mhm. Sundust finde ich gut. So. Mhm. Jetzt mal die andere Frage. Wie viele Kräuter sind denn dabei rumgekommen? Jeweils eins. Da hast du das leider richtig prognostiziert. Das finde ich persönlich gerade sehr schade. Weil warum? Du musst es nicht neu bepflanzen. Ja, aber das ist halt... Also, du findest in der Natur mehr. Ja, aber du produzierst die ja passiv die ganze Zeit. Also finde ich jetzt nicht schlecht. So, hier und du bist... Du hast auch die Qualität, okay. Das heißt, nur noch die besonderen Farben, die müssen vermehrt werden bei den Straußen. Alles klar. Wie viele Staubkammhühner haben wir? Eins. Okay, das darf nicht weg. Alles klar. Und Kikeriki darf nicht weg, weil er das krasse Männchen ist, oder was? Das gibt's doch nicht.
Okay, dafür gehst du aber weg, weil du hast schlechte Qualitäten. Ach so, Grob ist schon am Schlachten. Sorry. Dann gehst du in den anderen Stall, damit ich weiß, dass du geschlachtet wirst und ich nicht nochmal drüber nachdenken muss. Ciao. Ah, schon viel besser. Ja, diese Tiere, die auf mehreren Stellen aufgeteilt sind, ist halt nicht so ohne da den Überblick zu behalten. Und ich habe echt das Problem, dass wir zu viele Farben haben bei den Hühnern, die ich halt bei den Männchen am schönsten finde. Was es auch nicht gerade leichter macht. Also bei den Hühnern muss ich ja ehrlich sagen, gibt, glaube ich, zwei Männchen, die ich behalten würde, zwei Hähne. Einmal schwarz-violett. Der ist einfach wirklich hübsch. Schwarz-Türkis. Auch schwarz-türkis, ja, Entschuldigung. Und der andere war vom Blauen, glaube ich. Dieser blau-weiße. Ah, da der Hahn, weil der Hahn ist wirklich hübsch. Weil der hat mich rote Schwanzfedern. So, 2-1. 1-2. Ja, das ist doch alles miserable Qualität. Dann geben wir doch den hier mal weg. Optionen, Stall wechseln. Zu dem hier. Haben wir uns von einem Männchen und das Weibchen. Die beiden muss ich kreuzen, die beiden aschefarbenen, damit wir da tipptopp Qualitäten bekommen. Es ist 1:10 Ich habe einen Uhr. Blick auf die Uhr Okay. geworfen, ja. Wo Ich ist denn? spüre den Stress. Wo ist denn unser blaues Hühnchen hin? Oder verpasst du das gerade? Das blaue Hühnchen möglich? Weil das ist, also das seltene Blaue ist weg. Ja, das verpaare ich, glaube ich, gerade. Okay. Ich habe das auch konkret gesagt, was ich verpaare. Ich merke mir das doch nicht währenddessen. Ich verpaare auf jeden Fall zwei Hühner. Und Okay. ich glaube, die sind beides die blauen. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass wir blaues Weibchen und blaues Männchen haben, aber beide schlechte Qualitäten. Und deswegen kreuze ich die, damit da hoffentlich ein weibliches Küken bei rumkommt, was ich auch genauso formuliert habe. Das kann sein. Da habe ich davon geredet, mit hoffentlich weiblich und Küken Ja, und Henne und aber so. ja, klar, aber ich muss halt sagen, dass der blaue Hahn mit den roten Schwanzfedern super hübsch ist. Den würde ich behalten. Ja, es ändert nichts daran, dass ich natürlich die Henne nicht behalten möchte in schlechter Qualität. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ich sag Und doch da nur. wir zwei Ställe bevölkern, kann ich ja hier sogar die Farben doppelt behalten. Ich sag doch. Mohohoho. Aber wir haben 2654 Hände gemacht. Reich, reich, reich. Ich habe keinen Anteil daran, aber grundsätzlich, ja. Ja, grundsätzlich hat Gabriel noch nicht bestätigt, jetzt. Eine neue Woche. Wir können uns wieder einschleimen bei der Nachbarschaft. Und auch der letzte Tag, oder? Ja, der letzte Tag für heute. Ein Geschenk von Ron. Bier aus Igrok. Wildmais. 10 Kürbissaat. Danke, Igrok. Wow. Das ist der Gedanke, der zählt oder so. Ich frage mich gerade, ob es eine Idee ist, jetzt Ron beispielsweise das Getränk zurückzuschenken. Na. Würde der sich freuen oder wäre das eine Sache von, was soll das denn? Willst du mich veralbern? Ein Spiel mit dem Feuer, würde ich mal sagen, ne? Aber ich glaube, bei Ron hatten wir auch schon was, was er liebt. War es nicht Weizen oder sowas? Also was ganz Banales? Ja, irgendwie so.
Gut, das heißt, morgen kommt der Nachwuchs am Sonntag. Ich hoffe so sehr auf das blaue Huhn. Und vor allem noch viel mehr auf den blauen Steinbock. Dann wäre nämlich die Steinbockzucht durch. Ich würde nie wieder einen Steinbock kreuzen. Nicht schlecht, ja. Ich bin gleich bei den Tieren. Ich muss nur ganz kurz was erledigen. Ja, kein Stress. Ach, wie schön die ganze Bisonherde vereint. Ich muss euch zwar allesamt noch kreuzen und auf eine vernünftige Quali bringen, aber ansonsten wundervoll. Ui, von Atta, du machst einige klasse Sachen im Clan. Wir sollten uns mal zusammentun. Hihihi, die Kleine. Ich halte sie gerade aktiv vom Unterricht ab. Sie war gerade auf dem Weg im Dschungel und ich hatte mir schnell eine Erdbeere geschnappt und in die Hand gedrückt. Ja, Proviant, finde ich sehr vorbildlich. Mhm. So, Tierchen. Den gemischten Stall in der Mitte kannst du noch geschlossen halten. Alles klar. Weil Mitte ist halt so langsam auch schwierig, weil wir ja auch noch weiter unten den Stall von den Auerochsen haben. Also. Ah, das ist doch im anderen Gebiet. In einem anderen Gehege, ja. Ja, siehst du. Naja, aber dann ist das ja wohl auch der untere Stall. Wenn du die Gehege voneinander trennst, ist das ein unterer Stall und nicht ein mittlerer Stall. Naja, also jetzt komm schon. Ihr Zuschauer, lasst einen Daumen nach oben da, damit Gabriel sich beruhigt. Lumi will einen aktiv in den Wahnsinn treiben. Bei den Wildschweinen habe ich gar nicht aufgeräumt. Okay. Aber was ihr auf jeden Fall bitte nicht vergesst, ist in die Kommentare zu schreiben, was ihr vom neuen Update haltet, was ihr allgemein von diesem Spiel haltet und ob ihr sagt, so hey, das, was jetzt inhaltlich dazugekommen ist, ist ausreichend oder dass ihr sagt, so ach nö, hätte eigentlich noch viel mehr kommen müssen. Würde mich mal interessieren. Und natürlich, wer das alles für die Switch hat. Ja, Switch oder PlayStation. Ist ja auf beiden Konsolen erschienen. PlayStation 4 und 5 und Switch. Xbox kommt nächstes Jahr. Okay, bei den Pferden habe ich nicht ausgemistet und da habe ich auch keinen Platz. Das hier wird als nächstes gehen. Sehr schön. Wird doch langsam. Du warst oben bei den Tierchen. Gut, gut. Ich war nur im Büschstall nicht. Ja, den habe ich abgehakt. Okay. Die sind schon frei. Gut, das Einzige, was sie natürlich mit den Kräutergarten gemacht haben, dass du jetzt dir quasi feste Spots geholt hast, wo Kräuter spawnen, alle, keine Ahnung, 30 Tage oder so. Du übertreibst maßlos. Wir haben die nicht sehr früh gepflanzt im Stream. Ich glaube, das sind 4 Tage oder so. Ja, in der Natur sind es 2 Tage. Also, deswegen, also, so geil. Ja, aber du kannst dir davon 50 Stück bauen, wenn du unbedingt brauchst. Also, das stimmt. Du kannst ja die Masse selber regulieren. Das stimmt. Tut mir leid, ich lasse nichts auf meinen Kräutergarten kommen. Ja, der ist super. Da fängst du sogar schon glatt an, roboterhaft zu werden. Das ist mein Kräutergarten. Genauso hörst du dich gerade an. Ach ja. Ja, da scheint irgendwie die Internetverbindung gerade ein wenig schwierig zu sein. Ich kümmere mich mal wieder um meine Kinder. Tanz mit mir? Ja, wenn du mich so süß fragst, mein kleiner Jellrott, ja, dann tanzen wir. Die Welle hast du auch super drauf. Dass ich bei denen halt auch immer noch auf sehr wenig Blumen bin. La 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 la. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, Saatgut ist auch positiv. Das freut mich, dass ihr euch über so viele Kleinigkeiten freuen könnt.
Was kann ich denn den Leuten am Strand mal anbieten als Tausch? Meinst du, die mögen Fleisch? Ja. Kannst du ja mal machen. Honig? Von mir aus. Bis auf den Süßkartoffelhonig, weil der ist extrem viel wert. Kannst du den anbieten, was ja, du ich möchtest? Ich nehm den billigsten Honig tatsächlich. Wir haben viel zu viel Honig. Es ist auch nur ein bisschen belastend, dass der nicht sortiert ist. Mach doch. Also, ich weiß ja nicht, was mit deinen Kindern ist, aber mein Kind liebt mich. Ja. Mein Kind liebt mich auch, aber halt nicht so gut, wie es mich lieben könnte. Auf voller Stufe. So, dann mal ab in den Dschungel. Auch wenn die Hühner abgehakt sind, nimmt man die Kräuter mit, die da sind. Ja, finde ich gut. Ich gucke jetzt vielleicht mal, vielleicht ein bisschen spät nach, ob Brupp ist da. Yes, sehr gut. Brupp ist meistens nicht da, wenn ich mit ihm handeln will. Erfahrungsgemäß ist er nie da, wenn ich mich vorbereite und ihn sehen möchte. Also er ist ein wirklich guter Händler, ja? Oh verdammt, die wollen was mit. Tschüss. Ja, man muss sich rar machen, damit die Waren wertvoller werden. Strategie. Die Datteln lasse ich alle hier, weil wir haben ja bessere zu Hause. Ja. Ach, auch mit Brupp erstmal tanzen. Ich muss gleich nochmal in den Dschungel zurück. Mein Inventar war voll. Das ist natürlich problematisch. Ups. So, er hat die Sachen noch. Okay. Möchte ich auch die fließende Vase? Ich bin mir nicht sicher, aber die Amphore des Ozeans möchte ich auf jeden Fall. Oh, Fleisch ist gar nicht von Interesse. Das spricht sie nicht an. Honig allerdings auch nicht wirklich. Ich habe mich halt bewusst gegen... rotes Fleisch. Rotes Fleisch, ist, da sind sie eher dabei. Okay. Wahrscheinlich einfach nur daran liegt, dass es mehr wert ist. Ja, die wollen wahrscheinlich wirklich nur die wertvollen Sachen haben. Da ist ja deine... Ich verstehe sie zwar, Taktik mit nur das Billigste, kommt da wahrscheinlich nicht so gut an. Es gibt ja auch Sachen, die sie wirklich mögen. Also, wo man nicht so viel eintauschen muss. Ich weiß es nicht. Ich wusste es mal, aber inzwischen weiß ich es nicht mehr. Schreibt mal in die Kommentare, was mögen sie? Ich will es wissen. Ja, ich werde den Kommentar einfach nicht lesen. Nee, ich wollte extra keinen Fisch ausprobieren, weil sie ja so selber so viel angeln. Deswegen dachte ich, Fisch ist wahrscheinlich das Falsche an der Sache. Oder genau das Richtige, weil die Programmierer also gesagt haben, boah, nö, ist so anstrengend, uns was auszudenken. Ja, passt schon. Es ist ja auch eine wertvolle Amphore des Ozeans. Ich bin da schon bereit, das auszugeben. Ich habe davon mehr als genug. Und Honig war ja auch wirklich nur der billigste. Moment, mit dir kann ich doch bestimmt auch tanzen inzwischen. Während die Sonne untergeht. In den Sonnenuntergang hinein. Finde ich ganz schön am Strand. Ich meine, wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit, uns scheiden zu lassen. Also. Ja. Wollte ich jetzt mal in den Raum werfen.
ich will eigentlich mich nicht von der Mutter meiner Kinder trennen. Wenn ich ehrlich bin. Nicht? Nee. Ich weiß nicht, ich finde das. Nee, das ist. Das will ich einfach nicht. Nee, kann ich aber verstehen. Ich bin auch jemand, der bei Stardew Valley beispielsweise, wenn ich feststelle, ich habe jemanden geheiratet tatsächlich schon, den ich nicht so mag, dann fange ich lieber einen neuen Spielstand an, als mich von ihm scheiden zu lassen. Wobei ich aber meistens das schon in der Verlobungsphase merke, ob das passt oder nicht. Dafür ist die Verlobungsphase ja auch da. Eben. Und da finde ich es nicht so schlimm, weil da hat man noch nichts, also da ist man noch nicht verpflichtet. Und vor allem hat man noch keine Kinder, die da mit drin hängen. Ja, das ist wahr. Der Käse ist fertig. Ich meine natürlich, yippie, der Käse ist fertig. Warum sind das so viele unterschiedliche? Ach so, der Wildkokosnuss, ja. Steinbockmilch bringt mir übrigens 576, der Käse. Nicht schlecht. Wildkokosnussmilch 216 in gute Qualität und in gar keiner Qualität sind wir bei 180. Da kann ich jetzt aber nicht viel meckern. Ja, ich kann halt mit demselben Fass in derselben Zeit 576 produzieren. Ja. Das ist ja das, was ich, sag mal, meckere, weil ich habe 200 Steinbockmilch in bester Qualität. Und ich habe 146 Käse in bester Qualität. Ja. Und deswegen, das ist halt so mein Argument, dass es zwar nicht schlecht ist, aber die Fässer halt in der gleichen Zeit was viel Wertvolleres machen können. Ja. Sehe ich ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch ein. So, jetzt ist es zwar schon stockdunkel, aber ich versuche trotzdem noch schnell meine Vase irgendwo hinzustellen. die ist groß. Die kommt auf jeden Fall ins Haus. Gott, die ist zu groß. Kommt hier unten in die Ecke. Ich habe vielleicht so einen leichten Vasensammelfetisch hier angefangen. Ich mag antike Vasen. Vasen, Tiere. Oh, Moment. Kann ich noch messen? Ach nee, wenn ich mich hingelegt habe, dann kann ich nicht mehr abbrechen. Okay, schade. Sonst hätte ich jetzt noch die Designs mir angeschaut von der Vase. Aber es ist halt auch schon Schlafenszeit. Ja. Deswegen schläft man. Ja, das ist okay. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, 7165 Hände. Und da kannst du es nochmal schön sehen, wie wenig die Wildkokosnussmilch als gereifter Käse wert ist. Aha. Im Vergleich zu der Steinbockmilch. Ja, es ist auch die beste Qualität, aber wir haben halt nun mal auch Steinböcke, die keine schlechtere Qualität mehr produzieren. Naja, ich verstehe dich schon. Aber ich muss jetzt sagen, die 6 gereifter Wein aus der Wildmango haben jetzt auch nicht so schlecht was gebracht. Ja, das stimmt. Ich meine, sind zwar ja auch doppelt so viele wie der Käse. Ja. Nee, aber ich bin auch gar nicht dagegen, dass wir mit den Fässern nicht auch andere Sachen produzieren, weil wir haben so viel Zeug von allem Möglichen, das kann man ruhig mal irgendwie verwurschteln und verkaufen. Naja, deswegen mache ich das ja bei mir unten in dem Dings drin. Ja, im Extralager. Genau. Ja. Da müssen wir vielleicht doch mal die Lager vergrößern und dann noch mehr Fässer reinstellen und dann geht's ab. Ja. Ich werde da nochmal eine zweite Truhe hinbauen, wo ich dann wirklich nochmal nur für Baumfrüchte nehme und den anderen nur für die Flüssigkeiten. Ja, aber es wird sonst echt unübersichtlich und zu voll. Ja.
kann man ja sonst überlegen, ob man die Fleischtruhe vielleicht wieder nimmt, weil ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel Fleisch bekommen, dass sich das lohnt, da eine extra Truhe hinzustellen. Auch mal gucken. Also ich würde jetzt erstmal unten einfach eine neue Truhe hinbauen. Das kostet ja nichts. Nee, das stimmt. Okay, das war so ein bisschen die Abschlussbesprechung, damit ihr wisst, wo es hingeht, wenn es dann am Sonntag weitergeht, auf dass wir am Sonntag nicht mehr wissen, was wir eigentlich machen wollten und was ganz anderes machen. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch bis dahin schon nichts mehr vergessen. Ich weiß, nee, nicht mal das weiß ich. Wir haben aktuell nicht mal ein Tier in der Wildnis, was wir anspielen wollen. Nö. Aber dafür haben wir blaue Tiere, die sich hoffentlich erfolgreich vermehren. Mohohoho. Mal das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.